fragen wir uns, was entspricht dem Geist Jesu Christi? Was entspricht dem guten Geist und was ist ein unguter Geist? Den gibt es nämlich auch. Oder gar den bösen Geist, der sich aber maskiert, mir präsentiert. Die Theologen haben eine ganz kurze, kompakte Formulierung gefunden und haben drei Kriterien aufgestellt. Ein erstes Kriterium ist das dogmatische Kriterium, das heißt, entspricht das, was mir da jetzt zu einem Herzensanliegen wird oder geworden ist, entspricht das der Heiligen Schrift? Entspricht es dem Evangelium? Entspricht es der Lehre der Kirche? Also das dogmatische Kriterium, das, was ich zu verwirklichen da geneigt bin oder was ich beabsichtige zu tun oder was mir jemand nahelegt, dass ich tun soll, entspricht es der Heiligen Schrift, entspricht es der Lehre Jesu, entspricht es dem Verständnis der Kirche. Dogmatisches Kriterium, ein erstes. Ein zweites Kriterium ist das sogenannte moralische Kriterium. Das heißt, wenn ich zum Beispiel lauter gescheite Sachen anderen sage, mein Lebensstil aber völlig abweicht von dem, was ich da anderen nahelege, dann wäre das ein Indiz dafür, dass das bei mir wenigstens noch nicht stimmt. Wobei, ich möchte uns allen Mut machen und Trost spenden. Es ist in Ordnung, dass wir von Idealen sprechen, von Zielen, auch dann, wenn wir das selbst noch nicht verwirklichen können, aus welchen Gründen auch immer. Ich als Prediger spreche von Zielen, wo ich selbst auf dem Weg dorthin bin. Und ich darf nicht schuldig werden an meinen Hörern, indem ich sozusagen das Niveau runterfahre und die Ideale runterschraube auf das, was ich selbst realisiere. Die armen Fortgeschrittenen unter uns, wenn ich denen nichts gebe an Information. Wir könnten sagen, wenn das eigene Leben im Widerspruch steht zu dem, und zwar das Konkrete, der Lebensvollzug, wenn das im Widerspruch steht zu dem, was ich selbst sage, dann hat es irgendwas. Ein drittes Kriterium ist das sogenannte psychologische Kriterium. Und wir sind da bei einem Thema, welches vor allem für die Selbstbeobachtung und Selbstwahrnehmung sehr wichtig ist. Aber wir können es auch bei anderen feststellen, nämlich ist das, was ich da im Herzen oder im Kopf habe oder was ich verkünde, ist es tröstend, ermutigend, ist es bestärkend, führt es weiter oder macht es meine Hörer oder mich selbst fertig, vermehrt es die Angst, macht es Druck, ist es nicht erlösend, nicht heilsam. Das heißt, ich habe die Freude, dem allerschwersten Sünder, den es vielleicht irgendwo gibt, zu sagen, nur Mut, wir gehen weiter. Nicht in diese Richtung, die du jetzt gegangen bist, sondern da gibt es eine neue Richtung. Der Geist Jesu Christi, und darum geht's, ist immer ein ermutigender Geist, einer, der die Entfaltung des Menschen will und fördert. Und da hätten wir auch zum Beispiel ein Kriterium im Umgang mit sogenanntem schlechten Gewissen. Wenn mich etwas nicht weiterführt und nicht ermutigt und bestärkt im Guten und in meiner Lebensperspektive, wenn mir da etwas niederdrückt und belastet, ist es nicht vom Geist Jesu, nicht vom Heiligen Geist. Und ich muss noch präzisieren, natürlich werden Leute, die auf einer schlechten Spur sind, gemeint ist, die nicht gut
orientiert sind, die werden nicht ermutigt auf ihrer Spur. Klar, da verstehen wir uns. Da werde ich im Geiste Jesu in Frage stellen. Da werde ich wachrütteln. Da werde ich Widerstand entgegensetzen. Aber für jeden Menschen im Geiste Jesu habe ich Perspektiven zu eröffnen und kann sagen, du bist geliebt von Gott vor jeder Leistung und trotz aller Schuld. Und vor allem der Geist Gottes ist dort wirksam, wo Ängste weggenommen werden, aufgelöst werden und die Zuversicht und Stärke im Menschen zunimmt. Vor allem auch diese Sehnsucht, die Liebe zu verwirklichen. Ich lasse es dabei, dogmatische Kriterien, Übereinstimmung mit Bibel und Kirchenlehre, moralisches Kriterium, dass der Lebensstil der eigene übereinstimmt mit dem, was ich sage, wenigstens tendenziell, und psychologisches Kriterium, wird Freude, Zuversicht, Dankbarkeit, Liebe, Frieden gemehrt oder wird der Mensch in die Enge getrieben? Dann ist der Geist Gottes nicht am Werk. Wir könnten sagen, der Geist Gottes will auch die Umkehrhaltung fördern im Menschen, ja, die Umkehrbereitschaft. Papst Benedikt hat einmal formuliert, dort wo die Freude da ist und wächst, dort kann man annehmen, ist der Geist Gottes am Werk. Und er hat dann eigentlich noch eine schöne Bemerkung dabei, wo ein Mensch älter geworden ist und die Freude bewahrt hat, das ist ein Zeichen, dass da wahrscheinlich der Heilige Geist am Werk ist. Der Heilige Geist gibt auch dem Menschen, der vielleicht mit seiner körperlichen Kraft am Ende ist, der körperlich beeinträchtigt ist, der schwer krank, vielleicht bettlägerig ist, da kann der Heilige Geist noch immer die Freude und den Lebenssinn schenken. Und vor allem eben die Freude zum Beispiel ist ja nicht etwas, was nur den jungen Leuten und den dynamischen und gesunden gegeben ist, sondern jeder Mensch soll die Freude haben. Das ist die Freude im Heiligen Geist. Also Papst Benedikt hat sich damals auf diese Freude bezogen als Zeichen dafür, dass der Geist Gottes am Werk ist. Ein weiteres Kriterium wäre noch hinzuzufügen, nämlich der Geist Gottes, sprich die Erwartung Gottes, die Erwartung Jesu, fördert und fordert mich, aber überfordert nicht. Das ist das Schöne. Also ich werde gefördert und gefordert, aber nicht überfordert. Und da könnten wir sagen, der Geist Jesu will, dass ich zu meiner Größe heranwachse. Und deshalb wird er mich ständig auch im guten Sinn provozieren und herausfordern, damit ich eben mich selbst auch überschreite, überwinde und dadurch der Mensch werde, der ich in den Augen Gottes sein soll. Also das will der Geist Gottes. Ich möchte zum Thema Gebet kommen, weil wir ja das Gebet als jene Praxis verstehen, die Gottes Gemeinschaft zum Hauptthema hat. Ich bin gerne in der Jugendarbeit engagiert, treffe aber auch immer wieder ältere Jugendliche. Wenn diese mir dann gelegentlich erzählen, dass das Gebetsleben so nicht mehr den Schwung hat, nicht mehr diese Dynamik in sich hat, nicht diese Begeisterung auslöst, teilweise sogar, obwohl es so humorvoll ausgedrückt, professionelle Betende sind, also Ordensleute, Priester und so weiter, da kann sein, dass da manchmal die Begeisterung ein bisschen schwindet und sozusagen nichts Neues dabei ist. Da habe ich den Eindruck, denen helfen zu können, indem ich sage und ermutige,
Wollen Sie nicht noch einmal von Ihrem Leben vieles erwarten? Wollen Sie nicht noch einmal so die Sehnsucht wach werden lassen und fragen, lieber Gott, was darf es denn sein von meiner Seite? Hast du mir noch etwas zugedacht? Und ich höre schon die Stimme, ich mit 89 Jahren. Ja, Sie mit 89 Jahren sollen Gott fragen, was darf es sein? Was willst du durch mich wirken? Worauf will ich hin? Ich sehe das Gebetsleben als den Ort oder als das Tun, in welchem mein Leben, so wie es aktuell ist, und das Wohlwollen Gottes, die Liebe Gottes zu mir, das ist das Thema. Das heißt, ich als Privatperson und Pater Paul habe ständig das Thema, Gott, was machen wir gemeinsam? Ich verliere in meinen Gesprächen mit Gott kaum Zeit. Bitte verstehen Sie mich recht. Ich verliere kaum Zeit, um irgendwelche Schuldgefühle zu suchen oder Fehler der Vergangenheit oder von heute Vormittag aufzuspüren. Nein, was machen wir? Gott, was willst du, dass wir gemeinsam machen? Und ich biete dir meine Natur an. Das ist wie ein Forum, wo die Gnade, der Geist, das Licht, die Weisheit Gottes sich inkarnieren kann. Ich staune, mit Edith Stein gesprochen, wie inhaltsreich ein sogenannter banaler Alltag wird. Wie viel Farbe, wie viel Lebendigkeit, wie viel Bewegung und wie viel Buntheit eben hineinkommt in einen ganz normalen Alltag. Nämlich dadurch, dass ich erstens, mit Edith Stein gesprochen, in die Tiefe gehe und zweitens mit Gott kooperiere. Und das in die Tiefe gehen ist ein ganz wesentlicher Beitrag, den wir zu leisten haben. Da sehe ich als Seelsorger sogar die Hauptaufgabe, weil es den Irrtum gibt bei strebsamen Christinnen und Christen. Da gibt es dort oder da den Denkfehler, nämlich lass die alten Sachen jetzt endlich mal in Ruhe. Was beschäftigst du dich immer wieder mit dem, was da 30, 40, 50 Jahre zuvor war? Oder lass die Kindheitssachen endlich zurück. Oder versöhne dich, akzeptier's einfach, dass in deiner Familie so war, als du Kind gewesen bist, in deiner Ursprungsfamilie. Und ich sage, nein, bitte hinhören, hinschauen, hinspüren. Weil es nie zu spät ist für eine glückliche Kindheit, sagte jemand. Oder nie zu spät ist für ein versöhntes Gesamtleben. Und Lebendigkeit oder Leben in Fülle, wie es Jesus nennt, ist nichts anderes als alle Hemmungen und Blockaden und verkehrten Selbstbeschränkungen aufzulösen. Und jetzt sage ich so mal, in gewisser Weise soll ich als Christ im guten Sinne, ich sage es bewusst ein bisschen provokant, hemmungslos und distanzlos sein. Sprich, ich soll keine verkehrten Hemmungen haben, weder Gott noch Mensch gegenüber, und ich soll keine verkehrte Distanz haben. Ich habe vor Augen eine liebende Beziehung, eine liebende Gemeinschaft, eine liebende Kirche, rücksichtsvolle Menschen, die vom Geist der Liebe geleitet sind. Ich habe vor Augen Menschen, die sagen, Kind oder Erwachsener, 70-Jähriger, was beeinträchtigt dein Leben? Was belastet dein Leben? An welche Lasten hast du dich im Laufe der letzten 60 Jahre gewöhnt? Und ich als Bergsteiger habe sehr gerne den Vergleich, dass ich, wenn ich eine Tour mache, eine Woche lang,
Steigeisen, Pickel, Seil mithabe, Proviant mithabe, Wäsche, trage ich 13, 14 Kilogramm manchmal und beim Weggehen sage ich, der ist aber schwer, der Rucksack. Kaum bin ich 10 Minuten auf dem Weg, spüre ich ihn nicht mehr und nach 3 Stunden bei der Pause oder nächsten Hütte, ich lege den Rucksack ab und gehe 20 Zentimeter in die Höhe. Was will ich damit sagen? Wir alle sind solche, die sich an Lasten gewöhnen. Und ich fürchte, dass viele Menschen über Jahre hindurch Lasten anhäufen und sagen, naja, so ist halt das Leben. Wir bemühen uns, es geht eh und so weiter. Meine Frohbotschaft ist, dass wir nach dem Ablegen der Lasten merken, wie leicht, wie schön, wie erlöst Leben ist. Das heißt, da rede ich von etwas, was der Mensch vielleicht aus Erfahrung nicht kennt. Ich darf ihm aber diese Zusage, diese Verheißung machen, wenn Sie das loswerden, Sie werden noch einmal die Leichtigkeit so richtig spüren. Die Jugendlichkeit. Das Tragische ist eben nochmals, dass es so schwer ist, die Menschen davon zu überzeugen, dass ihr Leben viel schöner, viel leichter, viel lebendiger, viel bewegter sein könnte im guten Sinne. Und damit heißt es nicht ein verantwortungsloses Leben führen oder zu sagen, es ist mir egal, was mit der Mitwelt geschieht. Nein, für die, die genau hinschauen, ist es dann sogar erkennbar, dass es einen ganz großen Unterschied im eigenen Erleben macht, ob ich meine Lasten trage oder die Lasten anderer. Als Christ trage ich nämlich, wenn ich Lasten mittrage, die Lasten anderer. Und das eigene Leben ist tatsächlich leicht. Und ich kann dann sagen, auf die Frage, die mir gestellt wird, wie geht's dir, kann ich sagen, je persönlicher, desto besser. Mir persönlich geht's wirklich sehr gut, aber denke ich an die sogenannten Sorgenkinder auf der ganzen Welt, dann trage ich. Aber das ist in Ordnung so. Und das ist ein christliches Mittragen. Ich will damit sagen, wir alle sollen uns sehr intensiv mit den Themen beschäftigen, die uns vielleicht seit der pränatalen Phase seelenwidrig begegnet sind. Alle Situationen, in denen die Seele nicht artgerecht betreut wurde. Und sie ist für heilige Familie, für heilige Beziehungen, für heilige Umwelt geschaffen. Und jede Unfreundlichkeit, welcher Art auch immer, ist eine Attacke gegen die Seele und wir spüren das. Oder auch nicht, weil es auch Leiden gibt, die nicht gespürt werden. Aber das ist dann ein doppeltes Leiden. Ich bedanke mich für diese gemeinsame Zeit und für die Anfragen, für das Nachdenken und für Ihren Weg, der für mich selbst sehr motivierend ist.